Die größte Gruppe hat sich in der Mitte des Tempels versammelt. Sie singen eine üppige, chaotische Harmonie aus mehreren sich ergänzenden Melodien. Andere werden allein oder im Paar von Sängern angezogen, als würden sie von einem Windstoß oder einer Phase Seeds herbeigeweht. Ein solches streift durch die Bäume. Du denkst, es sei der Wind, doch das Zwitschern wird zu einem Kreischen. Hunderte von Vögeln erheben sich in die Luft, alle dieselbe Richtung, nur fort. Sakali hebt die Augenbraue, da nähert sich wohl etwas. Die Gläubigen blicken zu den Bäumen, von ihrem Tun kaum merklich abgelenkt, doch der Wind wird stärker. Er verstreut die Blätter mit Gedichten und Zeichnungen und reißt ihnen die Lieder vor die Lippen. Den Blicken gen Himmel und du folgst ihrem Blick. Eine dunkle Gestalt bedeckt die Sonne. Du kannst nicht erkennen, was es dich ist, doch als es sich ausbreitet und größer wird, scheint es den gesamten Himmel zu füllen. Der Wind peitscht über den Gipfel. Das erklärt die Vögel. Bevor du fliegen kannst, fährt ein Schatten über den Tempel. Er beginnt als dunkler Fleck in der Ecke und breitet sich aus. Er erreicht den nächstgelegenen Gegengestandenen, eine Orleanerin mit schwarzem Fell. Die Wunkelheit verschlingt sie und lässt nur eine Rauchschwade zurück. Okay. Die zwei Elfen, die du gesehen hast, ein Mann und eine Frau, fliehen. Du siehst sie kurz im Schatten eines Berges zusammengekauert. Sie scheinen dich ebenfalls zu sehen und sie strecken ihre Hände nach dir aus und rufen leise nach dir. Die anderen scheinen wie eingefroren zu sein. Als die Schatten vorrücken, verschwinden sie ebenfalls einer nach dem anderen. Der Sturm zerstreut ihre Asche und die verkohlten Überreste ihrer Schöpfungen. Du blickst wieder zu der Quelle des Schadens empor, doch die verdunkelte Sonne bildet einen gleißenden Strahlenkranz um die Gestalt herum. Du kannst keine Details erkennen, aber du spürst Hitze. Stelle meinen Tempel wieder her. Du blickst hinab und, siehst, dass du neben Hylians Schrein in Teer Evron stehst. Dein Puls rast und deine Haut ist schweißnass von der seltsamen Begegnung. Das Nest über den Wolken. Agrim deaktiviert Mobjustiz, okay. Noch eine Nebenquest. Eine Gefahr hat sich in Hylias Tempel eingenistet und ihre Gläubigen vertrieben. Ich habe die Aufgabe erhalten, diese Gefahr zu bannen. In den Bergen über Zwegesum sucht ein dunkles den Hylia-Tempel heim. Mal habe ich gebeten, diese Schrecken ein Ende zu bereiten. In der Vision der Göttin sah ich, wie ihre Gläubigen von einem schrecklichen Ungeheuer terrorisiert und niedergestreckt werden. Wenn ich diese Gefahr banne, gewinne ich vermutlich die Gunst der Göttin. Die Vision hat mir einen Elfen und eine Elfin gezeigt, die vor dem Berggipfel flohen. Als ich sie zuletzt sah, versteckten sie sich in einem Streitkreis in der Ruine des älteren Tempels in Zwillingsurm. Wenn es in der Stadt einen Bezirk mit anderen Tempeln gibt, finde ich ihn vielleicht dort. Sie könnten mir den Weg zu Hylia-Tempel zeigen. Okay. Das war... Sure. Hylia hier. Rimgrand, oder? Du erinnerst dich an den Schrein des Sternsbildes der Winterbrise. Dieses Mal ist die Kälte, die von dem Schrein ausgeht, ganz klar zu spüren. Eine dünne Froststich hat sich an den Kalten des Steins gewählt. Zu Rimgrand beten. Alles Leben endet in Stille. Du spürst plötzlich einen kalten Windzug, als würde der Schrein in das Winterleben eintreten. Die Knete schneidet in deine Haut wie eine scharfe Klinge und Rückgehalt beginnt sich am Rand deiner Augenbraue zu machen. Ah, ich habe diesmal das Richtige gewählt. Du kniest dich hin und schließt die Augen. Als du betest, wird die Dunkelheit durch ein heiles Weiß verdrängt und dein erhöhter Wind erfüllt deine Ohren. Die Vision, die sich langsam zeigt, ist die einer weiten, gefrorenen Ebene. In der Ferne siehst du eine Prozession von Elfen, die immer wieder auf dem Weiß auftauchen, aus dem Weiß auftauchen und wieder verschwinden. Sie stapfen über Schneewehen, die Köpfe zum Schutz vor dem scharfen Wind gesenkt. Ich kenne diesen Ort, das ist das ewige Weiß. Als die Prozession hier vorbeistapft, wendet ein fellgehüllter Mann den Kopf zu dir. Bist du auch nach Mittagsfrost und zum Frostbruch? Bevor du antworten kannst, ist er schon weitergezogen. Du folgst der Karawane und kommst nach wenigen Monaten an eine Wand aus Eis. Sie verschwindet in der fahlen Leere über dir und erstreckt sich in beide Richtungen so weit, wie dein Auge reicht. Die Elfen bleiben vor einem spiegelglatten Abschnitt stehen, der eingerahmt ist wie eine Tempeltür. Er scheint dünner zu sein als der Rest der Wand. Du siehst nicht, was auf der anderen Seite liegt, aber es geht eine lebende Kette davon aus. Die Elfen ziehen Picken und Schaufeln aus ihren Robenbeuten und beginnen auf das glatte Eis einzuschlagen.
Ihre Werkzeuge fliegen in Stellen glänzend und schwimmen durch die Luft. Obwohl sie all ihre Kraft in die Arbeit werfen, gelingt es nicht einem von ihnen auch nur, die kleinsten Kratzer des Seils zu schlagen. Doch mit jedem Hieb brüllt etwas in der Ferne. Was das auch ist, es ist riesig und zornig. Sagadi blickt mit zusammengekniffenen Augen in das Schneegestöber und es kommt in unsere Richtung. Edda ruft den Elfen zu. Hey, damit solltet ihr vielleicht noch warten. Doch der heulende Wind scheint seine Stimme zu schlucken. Bei den Ginas Kopf wirbelt herum, um zu sehen, woher das Gewühl kommt. Vergesst die Elfen, wir müssen uns Aufbruch bereit machen. Sie wendet sich wieder dir zu und dehnt ihre Hände in der kalten Luft. Oder kampfbereit. Die Elfen hacken weiter auf das Eis, scheinbar ohne das wütende Gebrüll zu bemerken und das Beben unter euren Füßen. Der Schnee reicht dir nun bis zu den Knien, deine Beine fühlen sich in den Schneewarmen ganz gefroren. Machen wir die Elfen mal auf uns aufmerksam. Du packst die nächste Elfin an die Schulter, schüttelst sie und schreist, um den heulenden Wind zu übertönen. Du zeigst sie die Richtung des dröhnenden Lärms, aber sie blickt dich nur zornig an. Lass uns im Frieden reisen, aber wir müssen hindurch, wir können nicht länger auf dieser Seite bleiben. Hör doch, ihr hört etwas Großes, ihr müsst aufhören. Die Elfin lauscht angestrengt, als ihre Picke in den festen Schnee absetzt, halten einige ihrer Kameraden in ihrer Arbeit inne. Ein Mann mit einem verkümmerten, abgefrorenen Finger dreht sich um, hebt seine verstümmelte Hand und die anderen hören auch mit der Arbeit auf. Sie bleiben mehrere Kunden regungslos stehen, ehe du erkennst, dass sie eingefroren sind. Du berührst den Elfen neben dir und er zerfällt zu einem Schneehaufen. Ein letzter Windschuss lässt es vorbei und zerstreut die übrigen Elfen in einem chaotischen Wirbel. Du bemerkst einen einzigen verzweigten Riss in der spiegelglatten Barriere. Es ist die einzige Spur auf der makellosen Eisfläche. Was auch immer auf der anderen Seite dieser seltsamen Tür liegt, du spürst, wie es dich anzieht. Erst als du zurückblickst und die parallelen Spuren im Schnee hinter deinen Beinen siehst, erkennst du, wie stark die Anziehungskraft ist. My end comes to all things in time. Seal the Frosthuman Breach and instruct the pilgrims in the patience of Rimurgond. Aus dem Spalt dringt ein dumpfes Flüstern, so leise wie es auch sein mag, es lässt den Boden unter deinen Füßen erbeben. Mein Ende ereilt irgendwann alle Dinge. Versiegle den Frostbruch und lehre die Pilger die Geduld Rimkratz. Den Loch mit einer Hand voll Schneestopf und den Loch mit einem Finger verschließen. Mit Schnee verstopfen. Du füllst deine Hand mit Schnee und stopfst sie in den Riss. Es wird sofort hart und ein grauer Reif wächst über der glatten Oberfläche der gefrorenen Tür und lässt sie mit dem Rest der Wand verschmelzen. Als du die Hand wegnimmst, bleibt ein perfekter Eiskristall da drin zurück. Als du den Kristall untersuchst, verschwindet die Vision nicht herum, doch der Eissplitter bleibt in deiner Hand ohne zu schmelzen. Habe ich jetzt gerade einen Gegenstand erhalten? Ja, habe ich. Habe ich noch andere Gegenstände, Questgegenstände erhalten? Nein, habe ich nicht. Das weiß ich nichts. Rimgrad hat dir eine Vision eines Tores gezeigt, den Frostbruch und der Bleichelfen, die versuchen es zu öffnen. In der Version sind die Elfen zu Schnee zu fallen und ich habe das Tor mit einem Eiskristall versiegelt, den Rim in der Hand hielt, als der Wachtraum endete. Der Frostbruch schien sich in einem Tempel namens Mittagsfrost zu befinden. Wenn ich Rimgrads heiligen Ort jetzt wenigstens so empfinden kann, finde ich vielleicht auch heraus, was die Vision zu bedeuten hat. Die Einheimischen müssen mehr über diesen Ort wissen. Okay, und als letztes hätten wir dann auch Berat. Das hier ist ja jetzt einfach. Wir hatten ja... Das ist Voidika. Was ist eine Antwort oder eine Frage? Das ist der Rätselgott, von dem ich jetzt den Namen vergessen habe. Ist er hier vielleicht irgendwo? Ondra ist es nicht. Ich glaube, er ist hier gar nicht mit dabei. Und zwar... Katz und Maus, versiegelte Sendschreiben, verzweifelte Maßnahmen. Vale, genau, Vale. Das ist definitiv Vale. Voidika Vale. Das ist Gain. Das war jetzt unser Todesgott. Das müsste Ondra sein. Göttin der Meere. Lebe jedes das Überleben. Dem Tod wohnt Leben inne, dem Leben Tod. Das ist definitiv Berat. Die Luft, die sich herum bewegt, sich, als hätte
ein nicht zu spürender Wind gedreht und unerwartet Wärme mit sich gebracht. Du spürst das seltsame Gewicht einer unsichtbaren Präsenz und von Blicken, die auf dir ruhen. Du kniest in die Räder und betest zum Beerat. Obwohl deine Augen geschlossen sind, siehst du eine Straße, die sich endlos zu erstrecken scheint. Die Sterne über dir rasen, im Uhrzeiger sind über den Himmel. Sie verschwinden am Horizont zu deiner Linken und gehen zu deiner Rechten wieder auf. Du versuchst Einzelheiten neben der Straße zu erkennen, aber deine Augen können nicht klar sehen. In einem Augenblick glaubst du, eine nebelbedeckte Wiese zu sehen, im nächsten schroffe Felswände. Einmal siehst du sogar kurz Wellen an dem Straßenrand schwappen. Würdest du in die stetig veränderte Landschaft treten, bist du dir sicher, du würdest nie nur wieder auf der Straße landen. Berats Kreislauf sozusagen, oder wie? Du weißt, dass es eine Vision ist, aber die Erde unter deinen Füßen fühlt sich fest an, die Nachtluft kalt auf deinem Gesicht. Du gehst, deine Füße tragen dich scheinbar aus ihrem eigenen Willen vorwärts. Vor dir erhebt sich etwas, als du näher kommst, siehst du zwei Steinfiguren, die dir seltsam vertraut erscheinen. Bevenen I Ankev und Ankev I Bevin, also Leben im Tod und Tod im Leben. Zwei der ältesten Darstellungen von Berat, oder andersrum, Leben im Tod und Tod im Leben. Tod im Leben und Leben im Tod, wie auch immer. Du erinnerst dich an die Tür nach Kliban Rilak und die zwei Gestalten, die in den Berg daneben gehauen waren. Die eine Gestalt sieht leicht männlich aus, die andere leicht weiblich. Nur eine dünne Schicht Fleisch bedeckt ihre skelettartigen Körper, die sich so winden, dass sie die Tür zwischen sich ansehen. Die Tür aber ist nicht das, was du in den Ruinen gesehen hast. Sie ist ein Schädel, glotzend und kieferlos. Als du ihn ansiehst, scheint sein offener Mund zu wachsen. Die Arme der Steinskulpturen deuten auf den Mund, als würden sie dich einladen, ihn zu betreten. Betreten wir ihn mal. Die Straße führt dich in den Mund, in eine weitere, sich stetig wandelnde Landschaft unter einem Sternenhimmel. Als du durch den Mund trittst, siehst du in der Ferne eine identische Tür. Ein Zwerg steht regungslos davor. Du drehst dich um und blickst hinter dich, wo du das Schädeltor vor dir siehst, das du eben passiert hast. Eine Elfin wandelt auf der Straße. Genau wie der Zwerg steht sie regungslos da. Den Zwerg ansprechen. Du gehst auf der Straße weiter Richtung des Zwerges. Er blickt auf, als du dich näherst, aber du kannst nicht sagen, ob er dich anblickt oder durch dich hindurch. Sein Gesicht ist glatt, aber schlaff, als wäre das Fleisch nicht mehr mit den Muskeln darunter verbunden. Plötzlich beginnt sein Gesicht sich zu verändern. Falten erscheinen um seine Augen herum. Sein Mund senkt sich, es ziehen sich tiefe Linien von seiner Nase zu seinen Mundwinkeln. Seine Wangen werden schlaff, das Fleisch hängt wie ein Teig herunter. Okay. Er hebt seine Hände, die er zusammengelegt hat, als würde er daraus trinken wollen. Sie sind voller Blut. Er führt sie zu seinem Gesicht und bespiert sich von seiner neuerdings faltigen Stirn bis zu den fleischigen Wangen. Als er die dunkle Flüssigkeit in seine Haut passiert, verschwinden die frischen Falten. Ist das der Priester da im roten Sand? Die haarhängenden Wangen ziehen sich zurück und das Fleisch strafft sich, als würde es wieder seinem Schädel befestigt werden. Ja. Er hebt den Kopf und dieses Mal weißt du, dass er dich anblickt. Sein erneuertes Gesicht sieht wie eine Maske unnatürlich glatt und still. Seine schwarzen Augen dahinter sind zwei hungrige Gruben, gehend wie die leeren Münder von Totenschädeln. Komm, er bringe dein Opfer der Eddie Knoll. Sein Körper versperrt den Weg, er streckt dir die blutige Hand entgegen. Umdrehen und weggehen. Der Zwerg packt dich, als du fliehen willst. Du reißt deinen Arm von ihm los und es ertönt ein Geräusch wie getrocknetes Leinen, das zerrissen wird. Seine Haut spaltet sich entlang einer Naht, die an seinem Arm beginnt und sich über seinen ganzen Körper erstreckt. Blut sprudelt in solchen Mengen aus ihm hervor, dass du dir schwer vorstellen kannst, dass er je etwas anderes in sich getragen hat. Und tatsächlich, sobald das Blut den Zwerg verlassen hat, fällt er zusammen wie eine ausgetrocknete Hülle. Das Blut auf dem Pfad leuchtet mit der Essenz von 1000 Seelen. Die Essenz verdampft, glänzende Fäden steigen in den Nachthimmel empor. Erst jetzt, da er tot ist, kannst du weitergehen. Das Blut sammelt sich um deine Füße herum. Du blickst auf und siehst die Elfen ein Stück weiter die Straße hinab auf dich warten. Sprechen wir sie mal an. Du beginnst in die Richtung zu gehen, es sieht unnatürlich aus, wie sie steht. Sie ist zu still. Als du näher kommst, siehst du, dass ihre Beine sich zu einem schlanken Baumstumpf verengt haben.
Schattüsen besitzt die knorrige Wurzeln.